Hallihallo, mein Name ist Valentina und ich präsentiere euch heute eine Hörprobe aus meinem Buch über Neudau. Genauere Informationen zu dem Buch findet ihr in dem ersten Video auf diesem Kanal oder in der Videobeschreibung. Heute tauchen wir ein ins Neudau von 1706 und erleben an der Seite von Maria Antonia, einer Erbin Neudaus, Geschehnisse und die Atmosphäre längst vergangener Tage. Dabei erleben wir die Geschichte ohne den Überschwall an Daten und Namen, den sie sonst mit sich bringt. Die Geschichte heißt Die letzte rote Feder und sie ist illustriert mit einem schönen Landschaftsbild vom Neudauer Teich. Ist von einem der Neudauer Teiche. Die letzte rote Feder. Maria Antonia schritt am Ufer des Fuchsschweifteichs entlang. Mühevoll hob sie die dicken Schichten ihres dunkelroten Kleides mit beiden Händen, während die Schleppe unentwegt durch Laub und Nadeln glitt. Man hatte sie davon abzuhalten versucht, hinauszugehen, doch sie wollte es sich nicht nehmen lassen, anzusehen, was ihre Ahnen geschaffen hatten. Ausgedehnte Fischteiche, nur gespeist vom Wasser des Bodens und des Himmels, Himmelsteiche, welch ein treffender Name, spiegeln sich durch sattes Blau und weiße Wolken in ihrer ruhigen Oberfläche wie zu einem zweiten Himmel. Nur unterbrochen durch den Gang der Wasserläufer und da und dort einem Fisch, der nach ihnen schnappte. Aus dem anliegenden dichten Wald erklangen vielfältige Vogelrufe und Sonnenstrahlen legten sich wärmend auf ihre Haut. Ihre Ahnen hatten das Land Angeheirateten der Wölfe abgekauft. Bald 70 Jahre, nachdem das Wolfsblut für immer versiegt war. Hochverschuldet war das Grenzbollwerk, nachdem es wiederholt Ziel von Angriffen aus dem Osten geworden war. Das Schicksal ihrer silberbefällten Namensvetterin teilend, war sie nun die letzte ihres Geschlechts, die letzte rote Feder. Zumindest hier in der Steiermark erbte ihr Halbbruder durch alle Besitztümer in Mähren, als ihr Vater starb, noch ehe sie richtig laufen gelernt hatte. Erst vor wenigen Jahren konnte sie den Besitz in Neudau und Untermeierhofen von ihren Halbschwestern ablösen. Eine tot, eine lebendig, verheiratet mit dem Grafen von Fünfkirchen. Aufgrund ihrer Großjährigkeit sollte sie den Besitz dieser Tage offiziell überschrieben bekommen und gleich darauf heiraten. Den schlesischen Grafen Franz Karl Kotulinski, Freiherr von unaussprechlichen Gebietsnamen und Herr über eine ganze Reihe von Besitztümern im Kaiserreich. Sie sah durch die Allee zum ärmlichen Dorf hinunter. Vor 2 Jahren hatten die Kurutzen, aufständische Ungarn gegen der habsburgischen Krone, das Gut sogar mit dem Brand zu einem Steinhaufen vernichtet, wie es ihr Vormund immer erzählte. Er hatte die Neudauer nach allen Kräften beim Wiederaufbau unterstützt, weshalb beinahe alle Höfe wieder bewohnbar waren und auch wieder Vieh auf den Weiden stand. Das Ersparte der Kirche zum heiligen Andreas war gänzlich in den Wiederaufbau geflossen, einzig das Wasserschloss lag noch in Schutt und Asche. Franz Karl sprach davon, alles wieder aufbauen zu wollen. Das erfüllte sie mit großem Glück, denn auch wenn sie hier fremd war, fühlte sie sich angekommen, ja seltsam zu Hause. Dies war ein Ort, an dem sie leben wollte. Zufrieden lächelnd, den Blick zum weichen Waldboden gerichtet, senkte sie ihren Schuh auf einen Wolfsabdruck nieder. Als er sich umwandte, erkannte sie, dass sie wohl schon einige Zeit seinen Pfad gegangen war. 4 andere Geschichten aus meinem Buch, jeder mit einer völlig anderen Herangehensweise erzählt, bringen verschiedene geschichtliche Aspekte von Neudau näher. Ebenso erlebbar, spürbar und begreifbar wie diese Geschichte. Alle Aussagen, die momentan noch Rätsel aufgeben, wie wer sind eigentlich die roten Federn und was hat das Ganze mit dem Wolf zu tun, klären sich im Laufe der folgenden Geschichten im Buch auf. Schon in der nächsten Hörprobe wird sich die Geschichte rund um den Wolf ein bisschen, also das Rätsel um den Wolf ein bisschen lösen. Wer nicht so lange warten kann, der kann das Buch gerne schon bestellen. Zum Beispiel auf Amazon, auf Thalia, Book on Demand
oder für 16 Euro gewidmet bei mir. Ja, ihr könnt das Video gerne wieder kommentieren oder auch liken oder ihr könnt das meinen Kanal abonnieren, damit ihr über Informationen auf dem Laufenden bleibt. Und unter allen Kommentaren und Abonnenten verlose ich eines dieser schicken Büchlein. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!